Willkommen zurück zu Mario und Luigi, zusammen durch die Zeit. Es ist soweit, Zeit für das große Finale. Wir haben 5 Kobaltsternsplitter und haben damit endlich Zutritt zum Schubpalast der Vergangenheit. Oh ja, aber ich glaube, zuerst mal müssen wir zu Professor Igitt, denn der Pfeil zeigt ja dahin. Im letzten Part wurden ja Kylie Cooper und Todd Pert brutalst von den Schubs, verschubifiziert oder wie das auch immer hieß. Okidoki, Xi'an endlich wieder bei uns. Hm? Wir waren ja jetzt ziemlich lange in der Vergangenheit, ich glaube seit dem Vulkan, oder? Also das war ja, seit dem Vulkan sind wir ja in der Vergangenheit dann in Totta, dann am Sternhügel und so. Meine Güte, das war eher schon lang. Ihr habt schon einige der Kobaltsternsplitter gefunden, nicht wahr, Jungs? Hm? Wir hätten ja rein theoretisch ganz kurz zurückkehren können in die Gegenwart von Totta aus, aber egal. Ihr habt schon nicht, ich habe 5 Kobaltsternsplitter. Ich fehlt nur noch ein Jahr. Professor, wir haben neue Daten über den Kobaltstern. Es scheint, als hätte er die Macht, die Barriere zu durchbrechen, die den Palast der Vergangenheit umgibt. Wie bist du denn zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Ich meine, solange du diese Information nicht vom Kobaltstern selbst erhalten hast. Das habe ich. Der Geist des Sterns hat sich vor uns materialifiziert und gab uns diese Information. Ich kann das leider nicht aussprechen. Verstehe nun, wenn dies direkt auf den Mund des Sterns kommt, könnte ich wohl stimmen. Das Ende ist in Sicht, Leute! Wir hoffen für euch nur das Beste, wie es hier bei uns sein werdet! Der Zeitschule zum Palast der Vergangenheit befindet sich im 2. Stockwerk, Leute. Haltet euch von Ärger fern, obwohl da stellt sich wohl auch keine Option mehr da. Ah, Luigi, okidoki. Auf zum Schubpalast oder auch Pilzpalast der Vergangenheit genannt. Aber zuerst möchte ich mich nochmal ganz kurz im Shop umschauen. Was Orden angeht, glaube ich nicht, dass wir da, ich glaube, hier gibt es auch Kleidung, oder? Gut, schauen wir mal nach. Erstmal uns schön einkleiden und, das sieht aber ganz so gar nicht gut aus, was die da im Angebot haben. Obwohl, ja stimmt, das sind ja die Schwachen. So, Moment mal. Nein, ich möchte halt keinen Verlust einstecken. Moment. Das war's schon? Das ist alles? Nicht mal mehr? Gute Hosen gibt's hier? Was gibt's bei Norden noch? Bei Krankfried unten? Obwohl, ich habe ja im letzten Part gar nicht mehr bei Krankfried vorbeigeschaut, weil, ich möchte die Ohren auch gar nicht wechseln. Okay, gut. Dann lassen wir es einfach mal so. Ich zähle mal drauf, dass wir es auch so mit hinkriegen werden. Denn ihr könnt mir glauben, das Finale dieses Spiels, ja, es geht schon los, überraschenderweise. Das Finale dieses Spiels, das ist sauschwer. So, wir nehmen hier 10 Stück von den Panzern. Oder hier 9. Brustblumen und Eisblumen haben wir genug. Die finde ich auch gar nicht mal so gut. Von denen nehmen wir 6. Hervorragend. Taschenbaus können wir auch 8 Stück noch gebrauchen. Ich kaufe jetzt mal kräftig ein und gebe das ganze restliche Geld aus. Kamnongeballer kaufe ich ehrlich gesagt nicht, denn das ist ja mittlerweile schon abgelöst worden durch das Trampolin. Da kaufe ich auch nicht. Kupierblumen brauchen wir auch. Oh, ich kann mir nur so viel leisten. Moment mal, Kopierblumen ist ja das und Blumenmix. Ja, also das sind jetzt wirklich alle Boss-Items, die es in dem Spiel gibt. Ich kaufe so viel Blumenmixe, wie ich noch mir leisten kann. Okay, was Heil-Items angeht. Wie viel habe ich jetzt eigentlich von den Heil-Items? Schauen wir mal nach. Ich bin ein bisschen unsicher, denn ich muss ganz ehrlich stehen, ich kann mich ans Finale überhaupt nicht mehr erinnern. Was Pilze angeht, sind wir gut ausgerüstet. Auch was Taus und dann Abpilze angeht. Die Pfeffer sind ja ziemlich egal, ja. Ich bin perfekt ausgerüstet. Dann geht's ja jetzt los. Auf zum großen Finale dieses Spiels. Und ihr könnt mir glauben, dieses Finale ist sauschwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich kaum an was erinnern kann vom Finale. Wirklich, also viel Erinnerung ans Finale ist mir leider nicht geblieben. Denn ich bin in den Finalbereich des Spiels, also in den Schubpalast, glaube ich, nur ich habe den Schubpalast am Ende nur ein einziges Mal bislang in meinem Leben gespielt. Also wirklich, jetzt nicht irgendwie so Spaß. Nein, wirklich, ich habe bislang den Schubpalast nie wirklich komplett durchgezockt. Weiß nicht warum. Hier ist immer noch die Brücke hin, die Bowser zerschmettert hat. Tja, was ist jetzt eigentlich mit Bowser passiert? Der ist ja jetzt rein theoretisch wieder hier in der Gegenwart. Da ist er ja hingeflogen. Und Baby Bowser, der ist ja, glaube ich, im Schub-UFO, also im Mutterschiff der Schubs gelandet, soweit ich weiß, oder? Okay, genau, hier oben haben wir ja schon mal sämtliche Items abgegrast. Aber ich glaube, die haben wir schon alle, oder? Ja, hier waren wir ja schon mal. Wir sind sogar schon mal in diesen Zeitstrudel hier hineingegangen. Aber jetzt gehen wir da rein, um auch in den Palast reinzukommen. Wer weiß, da war ja eine Barriere das letzte Mal, wie Steckweg gesagt hat. Und die können wir jetzt mit den 5 Kobaltsternsplittern durchbrechen. Es gibt nur einen 6. Kobaltsternsplitter und der ist ganz klar hier im Schubpalast drinnen. Eine sehr bedrohliche Statue da drinnen. Und ich muss ganz ehrlich stimmen, wirklich, ich kenne diesen Bereich hier überhaupt nicht. Wirklich, ich weiß überhaupt nichts mehr, wie dieser
wie dieses Schloss aufgebaut ist. Bei meinen Scharnieren, der Kobalt schon reagiert mit extremer Unrastigkeitlichkeit. Mein Gott, der verwendet so ätzende Worte, die ich kaum aussprechen kann. Erstaunlich, am Anfang des letzten Parts hatten wir noch 3 Kobaltscheine später. Hier einen hatte ja Todbert, der mittlerweile vom großen Schubold erledigt wurde. Und einer war am Sternenschrein versteckt. Tja, Todbert wollte uns auch noch irgendwas sagen. Irgendwas ist ja an der ganzen Sache faul, wie wir ja schon wissen. Auf Todberts Zeichnung waren ja komischerweise 2-mal Prinzessin Schub abgebildet. Aber was kann das bedeuten? Erstaunlichhaft. Jetzt können wir eintreten, wenn Sie mir folgen können. Die Schubs haben ja also ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Abneigungszyklus aktiviert. Bleiben Sie auf der Hut und halten Sie die Augen offen. Sie alle zurück zum Abenteuer. Luigi. Ich soll schauen. Luigi, du machst völlig mit. Na endlich, komm schon, du hast es mit einer ganzen Horde Geister allein aufgenommen und jetzt sind wir zu viert. Was soll da schon groß schief gehen? Hm? Ich fand den Mario und Luigi Paper Jam diese Anlehnung ans Jahr des Luigi so witzig. Okay. Ja, stimmt ja, hier sind erstmal diese Gegner. An die Gegner hier kann ich mich schon noch erinnern. Da kommen nämlich ein paar sehr witzige Gegner hier auf zu. Aber ich muss ganz ehrlich stimmen, ich glaube, hier spielt es auch so eine ganz dramatische Musik. Aber ich muss ganz ehrlich wirklich sagen, ja, Moment mal. Da oben, ja, da müssen wir hin. Das setzt nämlich den Block frei. Ich denke mal, ja, deshalb ist hier dieser eine Block da. Ich habe diesen Bereich hier nur einmal gezockt. Ne, wirklich. Also ich war in diesem Abschnitt des Spiels ja ganz am Ende. Also ich habe das Spiel schon einige Male früher durchgezockt. Aber das Finale habe ich nie angepackt. Jetzt fragt ihr bestimmt, warum. Ganz einfach. Weil, ja, ich habe das schon mal erwähnt, weil der Finalboss mir ein bisschen zu gruselig war. Und obwohl da ja eigentlich noch gar kein Finalboss in Sicht ist in dem Abschnitt hier. Ach, das ist eine andere Angelegenheit. Tja, auf jeden Fall, Fakt ist, was? Ach so, verstehe. Sehr gut gemacht, das weiß ich hier, aber ich muss ganz ehrlich stehen, also das hier ist ehrlich gesagt wirklich so halb blind für mich, weil ich das wirklich, glaube ich, im Jahr 2006, 2007 habe ich das letzte Mal hier. Und das ist wirklich schon ein Weilchen her. Also ich war hier schon wirklich seit... Ah! Wow, wow, wow. Wow. Eieieiei, jetzt auch noch das. Moment mal. Upsa. Verdammt. Wenn ich den Block nicht anschubse, dann... Alter, das ist aber jetzt echt unfair. So. Die Insignie. Hm? Ja, Super Mario Sunshine. Bestimmt werden jetzt viele wieder fragen, wann Let's Plays nennen die Super Mario Sunshine? Wir wollen sehen, wir wollen Super Mario Sunshine Let's Play sehen. Kommt ja, aber ich glaube erst Sommer 2017. Ich möchte das ehrlich gesagt so als Anfang der Sommerferien als Let's Play starten. Und diese Sommerferien, dieses Jahr sind ja schon mittendrin, seht auf Solardatum von dem Part und da eignet es sich halt nicht mehr so gut. Ich kann das Projekt ja nicht im Winter starten, das Super Mario Sunshine. Und ich denke mir da warte ich lieber die Anfang Sommerferien 2017 ab dem, weiß nicht, das ergibt für mich meiner Meinung nach mehr Sinn, wenn ich das Standard Let's Play. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar keine Lust auf Super Mario Sunshine. Ihr wisst ja, Super Mario Sunshine, da war ich immer ein bisschen abgeschocken, weil das Spiel sehr schwer ist, wer das noch weiß. Und vor allem die blauen Münzen und so. Das wird ehrlich gesagt nicht einfach zu Let's Playen. Aber ich werde schon hinkriegen. Ich kriege ja alles irgendwie hin. Ich habe mich sogar durch Sonic Adventure 2 Battle durchgekämpft. Okay, ja, ihr merkt, die hier sind einfach stärkere Versionen von denen. Die sind aber, ja, unfassbar schnell. Okay, die Schubmax. Ihr merkt, hier im Schubpalast sind alle bisher gesehenen Gegner schubifiziert. Hm? Und diesen Bereich hier, echt, den kenne ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, ich kenne ihn schon. Also ich habe ihn schon mal gespielt, aber das ist, wie man sagt, glaube ich schon, sage und schreibe, ein Jahrzehnt her, als ich hier das letzte Mal war. Ne, wirklich. Ich bin jetzt 14, oder gut, ich glaube mit 4 habe ich das Spiel noch nicht gezockt, mit 5, 6, also so. Ja, aber es ist halt schon unfassbar lang her, darauf will ich hinaus. So, diese Röhren da, ah ja, hier waren ja auch noch diese Gegner da. Hm, an die kann ich mich schon erinnern. Allerdings leider nicht mehr, wie sie kämpfen, weiß nicht so. Ja, die schnarchen, was das auch immer für Viecher darstellen sollen. Oh oh, ich glaube, die besiegen wir besser schnell. Gemerkt, jetzt ist er aufgewacht und jetzt... Oh! So, so stark sind die ja gar nicht. Okay, hab mich vertan, aber wir sollten sie trotzdem nicht zu allzu oft zum Angriff kommen lassen. Habe ich nicht gerade was gesagt? Oh, eieieiei, Mann, der ist schnell. Na gut, bislang hat er mich noch nicht... und 9 KP hat er noch übrig gehabt. Wow, okay,
Die Gegner hier kann ich mich auch gar nicht mehr so gut erinnern. Huiuiuiui. Auf jeden Fall, jetzt wird es echt spannend, denn ihr merkt ja überall Schubstatue. Oh, der hat mich jetzt tatsächlich getäuscht. Dieser Schubax oder wie er heißt. Ich weiß es jetzt leider natürlich schnell nicht. Tja, jetzt wird es echt interessant. Wie werde ich mich blind hier anstellen? Wir hatten ja im Let's Play schon ein paar Situationen, wo ich nicht mehr so genau wusste, wie man weiterkommt, wie zum Beispiel im Kolosseum. Und den Bereich hier kenne ich aber wirklich nicht mehr. Also da weiß ich echt überhaupt nicht mehr, ich weiß auch gar nicht mehr, dass der Anfangsbereich hier so aufgebaut war. Ich glaube links, die Röhren links sollen halt einfach nur von späteren Bereichen in diesem Palast hier weiterführen, oder? Wollen wir mal schauen. Ja, zack, ich kenne es leider nicht mehr. Muss ich ganz... wie oft will ich den Satz jetzt noch sagen? Ach so, verstehe schon. Das Gitter öffnet sich, wenn wir da einfach das aufmachen. Hab schon verstanden. Tja, ihr merkt schon, wie ich mich hier auskenne. Nämlich gar nicht. Ja, wie gesagt, ich hatte den Schubpalast früher mich nie spielen getraut. Na gut, getraut ist das falsche Wort, aber... ja, vor allem weil das Finale, den Finalboss habe ich nur ein einziges Mal bekämpft und ich hatte so in Erinnerung, der ist gruselig und übelst schwer und dann habe ich irgendwie nie wirklich gewollt, das durchzuzocken. Moment mal, was ist denn das hier jetzt? Was ist denn hier jetzt los? Okay, das erinnert mich ja jetzt irgendwie voll stark an das Finale von Mario und Luigi Abenteuer Bowser gerade. Da war ja auch so ein ähnliches Finale mit so einem Schlosshof und so. Das erinnert mich gerade übelst daran. Ah, Abenteuer Bowser. Meiner Meinung nach immer noch das beste Mario und Luigi. Weltallhosen. Hose. Hosen sind wichtig. So, Weltallhosen. Ah, der Startknopf ist, seit ich meine Capture-Card eingebaut habe, echt ein bisschen kaputt. Wo haben wir es denn? Weltallhosen. Weltall. Könnten wir das da? Weltallhosen. Oh. Moment, nicht. Mario? Ah! Luigi. Luigi, nicht Baby Luigi. Geschwindigkeit. Nein, die lege ich jetzt bei Luigi an, egal ob ich dadurch bei der Geschwindigkeit Verluste mache, denn die sind unfassbar gut. Okay, dann machen wir weiter. Wie können die Babys eigentlich Luigi eine Hose anziehen, wenn er. Alex! Nein, das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Oh. Ah, jetzt müssen die Babys allein mit dem fertig werden. So mit den Erwachsenen ist es leichter. Was habe ich eigentlich bei Baby Luigi angestellt, dass jetzt die Verteidigung, also die Angriffskraft von ihm höher ist? Wirklich, habt ihr das jetzt gesehen? Die Verteidigung. Nicht Verteidigung, Angriffskraft von ihm. Ja, jetzt nicht mehr, aber die war gerade höher. Oh. Ah. Okay, die sind deutlich schneller, wie man sehen kann. Eieiei. Okay. Wird aber echt interessant hier. Ich habe auch den letzten Bereich hier irgendwie so unfassbar lang in Erinnerung. Also, dass der sich hier zieht wie Kaugummi. Also, das wird echt noch interessant, wie das hier wird. Da könnten wir echt noch ein bisschen brauchen, sag ich mal. Ein paar Parts können wir da schon noch gebrauchen, um diesen Bereich hier zu packen. Okay. Eis. Die Münze möchte ich schon haben. Was nützen mir Münzen jetzt noch? Ich werde nie wieder zum Pilzpalast der Vergangenheit zurückkommen. Moment mal, dieser Block da. Ich denke mir, das ist einer von diesen Typen da. Ja, ihr merkt, es ist der gleiche Aufbau wie das, genau, die vier sind witzig da, diese Rex. Ah, ja, ihr merkt, das sind schnellere Versionen von den Liebesblasen. Ja, stimmt ja, die Rex, die muss ich okay, Blumenmixe. Ja, Shoop Rex. Ihr kennt ja Rex, den Gegner aus Super Mario World, der ja auch dabei war in Mario und Luigi Superstar Saga. Da war er ja als Gegner dabei. Und hier feiert er sein Comeback. Jetzt frischt ihn nicht auf. Ich glaube, ich muss den Rex niederstampfen, denn es ist ja, glaube ich, genau so wie in Superstar Saga, dass wir den kleiner machen können. Alter. Wow, aber wir schämen noch. Okay, wir brauchen unser erstes Item. Frist. So, machen wir erstmal den platt. Ja, das ist diese Schubrex haben die gleiche Kampfstrategie wie die normalen Rex in Superstar Saga. Die reagieren so schnell. Wie soll man die aufhalten, die Liebesblasen? Oh, der Bildschirm hat sie verdunkelt.
Ja, so, jetzt geht's wieder. Ja, neulich schon. So, ich möchte aber hier nichts allzu oft kämpfen, denn ihr merkt ja, wie hart die Gegner hier sind. Also da könnten wir, nebenbei eine kleine interessante Tatsache, das muss ich euch jetzt mal erzählen. Im letzten Part war ernsthaft der Mauszeiger im Bild zu sehen, weil ich bei meinem Aufnahmeprogramm Fraps, ich habe ja jetzt einen neuen PC, und da habe ich bei Fraps tatsächlich vergessen einzustellen, Mauszeiger, Mauscursor in der Aufnahme verbergen. Da musste ich jetzt, der war die ganze Zeit in diesem schwarzen Bereich da rechts zu sehen, der Mauscursor im letzten Part, und das musste ich abstellen. Also ihr merkt, der Aufbau ist der gleiche wie im Pilzpalast der Dings. War es nicht so, dass wir jetzt hier alle von denen aktivieren müssen? Ja, glaub schon. Oh! 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 Das habe ich nicht vorausgesehen. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt. Jetzt müssen wir die Babys hier hoch hin. Oh, und wie wir sie hoch hinaus katapultieren müssen, Frage ist nur wie. Da holen wir uns sie mal, die Erwachsenen. Moment mal. Hier, glaube ich, oder? Ich glaube, ich muss alle aktivieren, um weiterzukommen, oder? Moment mal. Okay, das wird jetzt echt interessant, denn ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was hier zu tun ist. Ne, wirklich. Ich habe diesen Ort hier nie gespielt. Oder zumindest nur einmal. Wie soll ich da hochkommen, wenn ich fragen darf? Alter. Ich bin erledigt. Ich bin wirklich erledigt. Wenn ich... Okay. Dann zeige ich euch eben auch mal, wie die Flucht in diesem Spiel geht. Muss auch mal sein. Naja, diese Kämpfe, da sollte man sich... Ja, Münzen sind jetzt eh schon so ziemlich wurscht. Aber andererseits, ich muss ja mit den Babys weitergehen. Denn Mario und Luigi müssen ja bei dieser Station bleiben. So, Moment, Max-Pilz für... Nein, Ultra-Pilz für Baby Luigi. Das wird jetzt echt interessant. Zuerst mal soll ich mal herausfinden, wie wir da oben hinkommen. Mann, hier sind überall Gegner. Die soll ich aber schon mitgehen lassen. Ich glaube, von hier aus könnten wir es schaffen. Nein! Ich komme da einfach nicht hoch! Was? Jetzt wird sogar mehr als interessant. Die können die Babys erreichen, oder? Ja. Dann lasse ich die Babys mal hier. Und wir, ich denke mir, das sind wieder die, die sich anblicken. Lasse ich die Babys hier und... Ah, na gut, den Block muss ich jetzt aber mal haben. Den Block muss ich mal haben. Eieieiei. Okay, der Schuhpalast ist doch nicht nur voll von Gegnern, wie ich es in Erinnerung hatte, sondern auch voll von, mein Gott. Irgendwie, wenn ich so hart überlegen muss, wie es weitergeht, dann kann ich gar nicht genau quasseln. Ist mir das aufgefallen? Aber ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen müde heute. Aber irgendwie mag ich die Stimmung hier im Schuhpalast so schön bedrückend. Jetzt denke ich bestimmt, dann spiel Twilight Princess, da ist alles schön bedrückend. Nein, Twilight Princess mag ich nicht. Aber die Stimmung hier mag ich irgendwie trotzdem. So, ist ja nur einer. Der schießt immer nach links zu Luigi, das merke ich mir. Gut! Du weißt ja, du da... Ah, zu früh! Zu früh! Du darfst zu keinem Thwomp werben, weil wir ja die Babys nicht mit haben. Merkt ihr das, mein Freund? Ich rede mit dem, ich kann den Namen von denen nicht aussprechen. Ich versuche jetzt irgendwie, um ehrlich zu sein, mit allen möglichen Maßen den Part irgendwie interessant zu gestalten, aber ich kann das leider nicht. Dieser Part... Wie soll ich denn da hochkommen? Mein Gott, die sind überall Gegner. Aber wirklich überall. Überall auch diese Wege da oben. Pusti. Ja, da geht's durch. Aber nur, wenn wir alle von diesen Dingern da aktivieren. Böhnchen. Hier brauche ich ein Böhnchen.
Ihr braucht die Babys. Aber die Bohnen sind jetzt ja praktisch auch schon egal, weil ich ja nicht mehr zu Krankfried stoßen werde. Was? Na gut, dann machen wir es eben mit den beiden zuerst. So, mein Glück ist eigentlich auch alle. Das heißt, man muss nicht zwingend mit den Babys an einem Ort sein. Okay. Jetzt heißt es... So. Hervorragend. Genau, jetzt sind die beiden an. Und ich glaube, die erste Barriere wird abgeschalten, oder? Weiß ich nicht. Gut. Eieiei, aber hier brauche ich ja jetzt die Babys. Nein, 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 nein. Ich weiß, ich flüchte äußerst ungern in Mario RPGs, aber diesmal muss es leider sein, denn das ist doch jetzt, das sind mir zu viele. Die würden mich hundertprozentig ausschalten. Und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe nicht abgespeichert. So, stellen wir uns mal die Frage, wie soll man da oben hinkommen? Versuchen wir mal damit zu arbeiten. Wir müssen ja ganz offensichtlich da oben hin. Aber wie? Aber wie? Schon wieder ein Böhnchen. Jetzt sind wir hier. Das heißt, mit den Babys... Babys... Müssen wir jetzt zu dem da links unten. Ich muss aber immer noch einen Weg finden, wie ich da kommen soll. Da, also auf diese oberen Pfade da. Wow. Wenn mich der jetzt getroffen hätte, dann sähe es sehr übel aus. Gut, dann sind aber noch die zwei da oben. Und die können wir ja nur mit... Frage mal, wie können wir den da oben eigentlich erreichen? So, meine Hoffnung ist, ja genau, das Ding wird jetzt ja abgeschaltet. Vielleicht kommen wir damit nach oben, also zu diesen höheren Etagen. Ist echt erstaunlich, aber das merke ich mich echt nicht mehr aus. Na gut, wenn man den Bereich hier auch nur einmal gespielt hat, dann kann man das schon irgendwie verstehen. Ich hoffe, ihr versteht das zumindest, aber ich war hier echt nur ein einziges Mal. Aber die Böhmen und so, erstaunlich, wie die den Pilzpalast umdekoriert haben. Na gut, wir wissen ja schon von Krankfried, der hat ja den Palast in Abenteuer Bowser, dem Nachfolger, dann ja auch so umgestaltet. Dann quatsch schon mal über irgendwas. Wie wär's denn zum Beispiel mit, welches ist zum Beispiel euer Lieblings-Mario und Luigi? Seid ihr eher so der Fan von den Babys? Also seid ihr so der Ansicht, ja, Partners in Time ist das Beste? Oder vertritt ihr eher so die Ansicht von wegen, komme ich aber auch nicht hoch. Oder seid ihr eher so die Ansicht, wie ich, das Abenteuer Bowser der beste Ableger der Serie ist? Oder wie, seid ihr eher so der Fan, dass die, seid ihr eher welche von denen, die so sagen, ja, Dream Team ist natürlich besser? Oder seid ihr diese Ultra-Veteranen, die das erste Mario und Luigi bevorzugen, also Superstar Saga? Kann ja alles sein, kann ja alles sein. So, die Röhre da ist jetzt, glaube ich, zur Abkürzung, oder? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich... Was? Was? Ja, das ist ja jetzt der zweite Stock. Da ist auf der anderen Seite alles eben. Das sind die Schubs. Ja, ja, hier gibt es dann auch noch dieses ätzende Minispiel mit den, mit den Urfus. Ja, stimmt, ja, den Gegner muss ich jetzt aber mal zeigen. Sein Name... Schroopsworth. Ne, wirklich. Okay, Entschuldige, Motorrad. Machen wir erstmal den Schroop Rex klein. Ich finde den Schroop Rex ja echt so witzig. Und der ist noch besser. Schroopsworth. Ihr merkt, der tut so, als wäre es ein Baby. Dabei ist es ein ausgewachsener Scharfschütze. Schroopsworth. Ja, Tatsache. Das Gegenstück der Schroops zu Totsworth. Ihr merkt ja, das ist das Gegenstück zu Totsworth. Eieieiei. Na bitte, ich bin einem ausgewichen. Dem Schroop Rex. Jetzt müssen wir den aber mal platt machen. Der hat ja zum Glück... Ah! Okay. Dann brauchen wir einen Tau. Ein Ultra-Tau. Frisst, meine lieben Klempner. Frisst, frisst, frisst. So. Hervorragend. Eiks, ich hab doch jetzt gedrückt. Der Schubswurf hat aber mehr drauf als der Totswurf.
Von den beiden haben wir eigentlich auch schon lange nichts mehr gehört, von den beiden Toast-Zwerf. Toast-Zwerf ist ja wieder ein anderer. Das war ja in Luigi's Abenteuer in Paper Mario 2, weil er es ja noch weiß hat. Luigi ja jedes Mal, wenn man ein Kapitel abgeschlossen hat. Ich habe ja Paper Mario, die Legende vom Millionentor neulich, let's play it. Schade. Okay, ich sollte schneller reagieren. Denn wenn beide gleichzeitig springen, kann der andere dann rechtzeitig nicht mehr reagieren. Ich würde vorschlagen, wir schalten Schubswurf jetzt einfach mal aus. Ne, das ist kein Boss, das ist einfach ein... Eichs, immer noch zu langsam. Was mache ich denn da am besten? Und was ist der? Schubassi. Assi? Ist das ein Asozialer? Das ist ja... Das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Okay, das heißt, diesen Schubassi müssen wir ganz schnell besiegen. Alter. Okay, wenigstens hat es Mario diesmal nicht getroffen. Der steht immer noch. Jetzt komm schon, Alterchen. Gib auf, genau. So, und jetzt mal ehrlich gesagt ein Panzer. Nur ein Grün. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, nämlich aus dem Grund, weil da waren jetzt schon drei laute Fahrzeuge. Und ich muss mir irgendwie merken, wo ich die in der Aufnahme rausschneiden muss, in der letztendlichen. Also schreibt mir mal in die Kommentare, welches ist denn euer Lieblings-Mario und Luigi? Oder habt ihr keinen Favoriten? Der Palast hier ist voll unübersichtlich. Und Alter, jetzt muss ich ernsthaft schon den Karman ja nicht ausweichen. Okay. Ich würde mal vorschlagen, das war's für den ersten Part im Schuhpalast und wir sehen uns im nächsten wieder.